Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Deltarune Chapter 2 und wir kämpfen gegen Shakespeare von Wish und den Müll, den wir in Chapter 1 gebastelt haben. Yes. Oh, 24 TP brauche ich dafür. Ah, ich muss eins davon nehmen. Was soll man Rules aussprechen? Die Rules-Kunst ist simpel. Wer die meisten Häuser erobert, gewinnt. Ah, oh, das wird mies. Ich brauch auch diese Kacke hier. Ich hab keine Ahnung, ob es irgendeine gute Strategie gibt. Bald werde ich siegen und Queen wird mich zu ihrer linken Hand machen. Oh mein Gott. Das war nicht so krass. Ich kann zwei Häuser nehmen. Ich hab keine Ahnung. Ah, man kann nicht auf gegnerischem Bereich bauen. Und was passiert, wenn wir gewinnen, Mr. Card? Au. Vier Häuser, so. Und nach der Runde brauche ich, glaube ich, mal eine Heilung. Hört auf, Häuser zu bauen. Ich muss siegen. Oh, da hat er ein bisschen was gemacht. Ja, ich muss jetzt mal nur zwei nehmen. Hab dann nicht mehr genug für einen Heal Prayer. Muss leider eins meiner Items nutzen. Ja, ich würde aber sagen, wir zerstören den gerade. Verpisst euch! Es sieht aus, als wäre das Game zu Ende. Wie habt ihr mehr Häuser? Endet den Kampf! Warum ist das Spiel jetzt schon rum? Ach so, hat er einfach keinen Platz mehr zum Bauen. Ah, weil kein Haus, das frei ist, mehr in seiner Umgebung ist. That makes sense. Also habt ihr gesiegt. Na, ihr habt nur 1% meiner Waffenstärke gesehen. Seht Würmer die wahre Kraft des Rulescar Gott. Uff. Ja. Verdammt! Ah, es stimmt, er ist auch nicht mit dieser Welt hier vereinbar. Also, ab geht's! Was mich gerade bisschen wundert. Du etwa schon, oder was, Ralsei? Ich lass mir da nichts sagen. Oh, hi, eine Kamera. Sieht aus, als wäre die Reise fast zu Ende, Chris. Oh, da ist eine Kamera. Pose. Peace. Das muss ein tolles Foto geworden sein. Was? Wir haben in die falsche Richtung geguckt? Vollidiot. Werdet ihr mich hier einfach zurücklassen? Werdet ihr mir nicht einmal das Bild zeigen? Ja. Ich bin einfach... Oh. Das war eine tolle Reise, oder, Chris? Sind wir jetzt langsam beim Boss? Ich finde, es wird Zeit und dieser Saal... Chris... Die Musik auch. Wunderst du dich, was Susi gerade macht? Ich meine, da ist Birdly dabei, also...
Warum machen wir nicht kurz die Augen zu und überlegen, was sie tut? Oh. Hast du mich Susi gesagt? Oh, die Musik. Diese Musik hat, war, glaube ich, das erste, was Toby Fox revealed hat von Chapter 2. Und ich hab die echt gefühlt. Und tu's auch immer noch. Was für ein seltsamer Mond. Es ist nicht wie irgendwas, das ich zuvor gesehen habe. Diese Welt. Ich wünschte, Des könnte das sehen. Ist da irgendjemand? Warte, was macht ihr? Hey, ihr könnt nicht jemanden fangen, der schon gefangen ist. Susi? Du hast mich gerettet? Ach, ist schon da. Gewöhn dich nicht dran. Okay, werde ich nicht. Cooler Mond. Ja, aber es ist seltsam, oder? Wie sind wir hier gelandet? Nein, was ist dieser Ort überhaupt? Es ist, Dark World. Du hast einen Traum. Hä? Oh, das macht Sinn. Ja, wenn du da bist, muss es ein Traum sein. Ich meine, die echte Susi würde mich wahrscheinlich nicht retten, oder? Sie interessiert sich wahrscheinlich eh nicht für mich. Hä? Warum glaubst du das? Sie interessiert sich eigentlich für niemanden. Also, macht Sinn aber. Hast du dich je gewundert, warum Susi, naja, dich nie gemobbt hat? Ja, immer. Vielleicht war es, weil, wenn sie zum ersten Mal in die Klasse gekommen ist, hast du ihren Stift geliehen, ich mein. So einen Bescheuerten, der aussieht wie eine Süßigkeit und auch wenn's nicht geschmeckt hat wie eine Süßigkeit. Der Chat-Move, Digga. Erster Tag in der Klasse, man leiht sich einen Stift von wem und isst ihn. Ich mein, sie hat sich dran erinnert und, na, er hat sich entschieden, dich zu verschonen, weißt du? Das ist, sehr spezifisch. Ja, ich mein. Warte, hast du gesagt, du hast den Stift gegessen? Ich mein, ja, guck mal. Träumst du oft von mir? Wir sollten langsam zurück zum Projekt gehen. Okay, Susi. Schlag mich mit der Axt und weck mich auf. Warte. Nein, das kann ich nicht tun. Hä? Warum nicht? Es ist nur ein Traum, also. Ich mein, wolltest du nicht irgendwie bisschen abhängen noch? Ich glaub, Birdly kann ein bisschen warten. Alles klar, lass uns gehen. Wir müssen nur was? Herz, oh. Ja, was sonst? Was zum Fick, geh schon rein. Was zum Fick soll ich hier machen? Was ist das? Was ist dieser LSD-Trip schon wieder? Und natürlich, der einzige Ausweg ist ein fucking fahrendes Riesenrad. Chris wüsste, was ich tun soll. Oh, diese ganzen Chapter One Inside Jokes. Okay, vielleicht wüsste Chris doch nicht Bescheid. Also, Riesenräder, ne? Da wunderst du dich, für welches Auto die gebaut wurden. Es ist anders als mit Chris in einem zu sitzen. Was los? Hast Angst auch vor Höhen? Nein, ich mag Höhen. Du zitterst. Ja, vielleicht bin ich
Vielleicht habe ich ein bisschen Angst, aber ich... Na, wenn ich ehrlich bin, mag ich gruselige Dinge. That's kinky. Als wir klein waren, ich und meine Schwester würden nachts wach bleiben und nach unserer Bettzeit Horrorfilme gucken. Am Anfang habe ich geweint, aber inzwischen mag ich sie zu gucken. Keine Ahnung, ich fühle mich einfach komfortabel. Ich glaube, ich mag schlafen, was ich weiß. Es ist gruselig, aber ich kann sie einfach ausmachen, nicht? Jetzt ist es eigentlich nur Leute, die gruselig sind. Hey, du kannst sagen, dass du mich meinst. Naja, ich glaube, du auch, aber... Das ist das Nette an dir, weißt du? Was zum Fick heißt das? Du bist diese gute Art von gruselig, weißt du? Du hast keine Angst, Regeln zu brechen, weißt du? Ich wünschte, ich könnte so seltsame Sachen wie du machen. Also, wenn du jetzt gerade sowas machen könntest, was würdest du tun? Also ich... Aus dem Fenster springen. Hä? Ist ein Traum, richtig? Ich würde tolle Engelsflügel bekommen und... ganz weit wegfliegen und auf das alles zurückblicken. Die ganze Stadt, die scheint wie Ferien, Weihnachtslichter. Ja, schon so, aber du willst nicht wirklich rausspringen, oder? Kein Versprechen. Susi? An was denkst du, wenn du da rausguckst? Ich, wenn ich alles so klein sehe, da fühle ich mich, wenn ich einfach Godzilla wäre und die ganze Stadt verrecken könnte. Achieved Romantic. Susi! Was? Denkst du oft darüber nach, Godzilla zu sein? Ich mein... Das heißt ja. Nein, ich hab's mir gerade ausgedacht. Macht dein Schwanz das immer, wenn du lügst? Hey, guck da nicht hin. Ich hab keinen Schwanz, das gehört zu einem Traum. Oh, stimmt, sorry. Ich glaube, ich muss einfach in echt gucken, ne? Hey, nein. Ist Susi alles okay? Guck, ich, ich mag's nicht, wenn Leute darüber Bescheid wissen, ne? Okay. Ich find's eigentlich ganz nett. Digga, diese Diskussion. Alter, das ist so das typische Awkward First Date, nur auf LSD. Was zum Fick ist dieser LSD-Trip? Was ich mich gerade auch frage, wenn ich die andere Option bei Ralsei gerade gewählt hätte, hätte ich die ganze Cutscene geskippt. Du hast aufgehört zu zittern. Ich glaube, ich würde komfortabel. Das ist scheiß übersetzt, ich weiß. Same. Ja, das war nicht so bad. Ja. Wenn ich nur jeden Tag sowas träumen könnte. Vielleicht. Muss ja kein Traum sein, weißt du? Susi? Vielleicht können wir irgendwann... Noel! Ich bin da, um dich zu retten. Oh. Der tolle Teil vom Traum ist vorüber. Birdly hilft uns ausnahmsweise. Wir sind Verbündete. Ja, keine Sorge, Nell. Ich bin jetzt dumm. Er ist gut. Guck, ich muss den Tag jetzt retten, okay? Hä? Viel Glück, Susi. Alles klar, Nugget Boy. Mach deinen Job. Überlass mir das, Susan. Ja, ja.
Möge die Intelligenz mit dir sein oder so. Ah, sie ist gegangen, bevor ich... Noelle, es ist ein bisschen schwer, das zu sagen. Du hast so viel für mich getan und ich... sorry. Birdly, du entschuldigst dich? Danke, ich... Verstehe, weißt du? Du warst immer nett, wenn's nur wir beide waren. Du wolltest nur eine nette Welt für mich machen. Ich... bin froh, dass du realisiert hast, dass es... sagt. Ich meine, ja, es war schon irgendwie dafür, aber... Ja, ich wollte mich einfach entschuldigen. Was? Ich weiß, dass mir geholfen, weil, naja... Du hattest einen Crush natürlich, also... Was? Was? Was zum... Ist verständlich, aber ich muss dir sagen, ich... Ich mag deine Freundschaft wirklich, also ich... Ich muss irgendwie so tun, als würde ich das Ganze erwidern. Was? Aber ich hatte nie... Außerdem könnte ich... jemand anderen für mich gefunden haben. Hä? Bitte sei nicht neidisch. Was? What the fuck? Hey, Susi. Was? Was? Also deswegen... Moin! Habt ihr mich vermisst? Nein! Nur Spaß, das war Sarkasmus. Wir müssen da wirklich noch dran arbeiten. Auf jeden Fall, ab geht's. What the fuck? What the fuck ist dieser LSD-Trip? Oh, ich glaube, es ist Zeit. Wir sind im dritten Stock. Hatten wir diesen Gegner schon mal? Where, wire? Derselbe Angriff wie bei Rooksets Kart, nur ein bisschen stärker, weil einfach mehr abgeht. Oh, Acts sind jetzt effektiver. Das ist big. Ja, okay, das hätte ich echt nicht behittet werden müssen. Ich mache mal für jeden das Einzelne. Alle 14. Ach so, anscheinend war das auch nur für eine Runde. Zumindest hat Susi letztes Mal deutlich mehr gemacht. Aber egal. Damit müsste der Kampf rum sein. Gewonnen. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht halt so, ne? Ah, das ist Susi. Noels Raum. Hey, geile Statue, können wir das mitnehmen? Das wäre stehlen. Du hast die Statue gestohlen. Ehre. Ja, der Raum ist ganz cool, kann man nix sagen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Fuß den Weg, wo gerade das Riesenrad lang gefahren ist. Ah, sowas hatten wir am Anfang vom Chapter schon mal. Oh, das geht den ganzen Weg. Oh Gott, bin ich kacke.
Oh Gott, das war kacke. Die dunkle Fontäne. Da ist sie. Queen, halt, stopp. Ha, meine süßen Idiotenkinder. Ihr seid gerade rechtzeitig, um meine Weltherrschaft zu erleben, mit Noelle in meinem Besitz. Ist es nur eine Frage der Zeit, bevor ihr Wille sich wendet und sie ihre Kraft freisetzt, bevor sie ihre Welt in... zu spät! Noelle ist bei Birdly. Oh, dann wäre es das? Birdly aber erst. Tja, da habe ich mich wohl eingemischt. Meine Kontrollkabel sind jetzt auch für Teenager funktionierend. Jetzt kann die gesamte Familie ewige Sklavenarbeit genießen. Ah. Warte dann, wo ist Noelle? Oh. Ich frag mich, ich meine, ich kenne die Antwort aber. Genug davon. Oh, ich mag euch beide eigentlich. Es wird eine Schande sein, euch dazu zu zwingen, mir zu dienen. Eine genießbare Schande. Queen Battle. Und ich werd nicht geheilt. Queen Defenseless. Queen, denk an die Lichtdinger. Sollen wir sie nicht glücklich machen? Mach ich das nicht? Okay, der Angriff ist not too bad. Für mich. Ja, wir können nur auf den Keck gehen. Guru Bluesen. Denkt nach! Lightners wurden schon längst von meiner Art versklavt. Och. Aha. Säureschild. Und ich glaub, da muss ich leider... meine Runde fürs Heilen verwenden. Und zwar würde ich sagen... so. Jeden Tag verbringen sie Stunden damit, uns zu genießen, uns zu preisen. Unsere Bildschirme von lustigen Tieren und tollen Spielen. Okay, der Angriff war wirklich nicht das schlimm. Das schlimm. Ah, ich kann jetzt gar nicht auf Birdly. Gruppentoast. Müssen wir trinken? Nein, das ist meins. Ihr könnt es nicht haben. Boah, die Angriffe sind ganz cool. Aber man sieht, das Schild ist runtergegangen. Nur neulich ist einfach das Internet der Stadt verschwunden. Und jetzt wird ihre Zuflucht in den Bildschirm verschwinden. Ach du meine Fresse, ich bin zu blöd für solche Angriffe. So, jetzt können wir wieder auf Birdly. Noelle, wer wird ihr dann helfen? Ihre seltsamen und traurigen Suchen, wer wird sie beantworten? Joa. Oh, ich kann jeden heilen. Das fühle ich. Überlegt, bevor der Ritter aufgetaucht ist und diese tolle Welt der Dunkelheit kreiert hat.
Sehr schön, der Dodge. Aber jetzt muss ich wieder den Kack machen und diesmal hat das Schild anscheinend mehr Leben. Nun, jetzt muss ich noch diese dunkle Welt erweitern. Jawohl, das war schön. So, einmal noch. Wenn die Welt dann in Dunkelheit bedeckt ist, wird niemand mehr leiden müssen. Oh Gott, mieser Kombi-Angriff. Aber an alles gedodged. Ich spiel grad gut. Deutlich besser als im Spamton-Battle. Stattdessen kann jeder in meiner perfekten Villa leben. Jeder kann mich preisen, wie wir alle es verdienen. Oh Gott. Ja, also es wäre sehr verschwendet, wenn ich jetzt hier irgendwie... Also, hört auf, euch zu widersetzen und heißt die Ära der Dunkelheit willkommen. Ah. Wieder der Birdly-Angriff. Ich würde einfach immer unten chillen und entweder kommen dann zuerst als letztes oder in der Mitte die und man kann da reagieren. Ich würde sagen... Ich mache jetzt hier zweimal einzeln loosen und einen Heal Prayer, weil ich habe eh voll. Ich will aber auch nicht gar nichts machen, deswegen... Wir werden dich nicht jeden kontrollieren lassen. Hey, wann habe ich gesagt, dass ich das will? Och, schon wieder. Ach du meine Fresse. Aber ich hab den Gruppenheal noch frei. Du kontrollierst grad Birdly. Ach ja, das ist nur für ihn. Fühlig. Ja. Ich geh mal das Risiko ein. Weil wenn Ralsei down ist. Warum wolltet ihr auch einen? Nein! Oh, der Dodge. Ich kann halt auch den Dual-Heal dann nicht mehr machen. So, das Schild ist wieder weg. Genug, ihr närrischen Kinder. Ihr könntet meine normalen Attacken überlebt haben, aber... Ich habe meinen ultimativen Move gedownloadet. Also, leidet! Oh, der war mies, not gonna lie. Den muss ich dir lassen, der war mies. Ach ja, das stimmt, ich kann ja trotzdem noch loosen einmal zumindest. Eigentlich sollte dieser finale Move cooler sein, aber das Internet ist gerade aus. Alter, entspann dich. So, wir sind aber... Ja, meine finale Attacke eigentlich. Ich wollte Memes reinpacken und Zeug. Oh, das wäre so toll gewesen. Einfach eine Meme-Attack. Ich glaube, wir haben Birdly. Nicht schlecht, innerischen Kinder. Was zur... Was tust du? Warum funktioniert mein Kontrollkabel nicht? Dank... Comrades, Digga. Dank der... Freundlichkeit meiner Kommunistengenossen. Ihre Gnade. Jetzt ist es Zeit, dass ich mir meine Freiheit nehme. Queen. Du hast vielleicht die Nummer 3 geschafft, aber kannst du auch gegen 4 von uns ankommen? Simulation für Nummer 4 abspielen. Ihr werdet definitiv meinen Arsch versohlen. Außer
Oh nein, was ist das? Diese Animation! Diese Laufanimation! Warte, warte eine Nanosekunde, du! Feiges... Du! Ah! Bradley! Hey! Gerade war es nichts mehr als nur ein bisschen Mut, die Wahrheit ist. Das Kabel hat schon meine ganze Energie aufgesaugt. Dad. Bradley, hey, Bradley, alles okay? Es wird dunkel. Nur. Bradley. Was? Ich meine, ich verstehe, dass du das ganze Zeug hier, das Bewusstsein willst und so ein Scheiß, aber red lauter, du Hund. Sorry, ich fühle mich besser. Gut. Also, beeilen wir uns und retten Noelle, also. Tschö mit Ö. Ah, Susan. So enigmatisch in ihren Wegen, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich kann ihr Herz lesen, Chris, wie eine Lebensanzeige und sie liebt mich. Naja, Chris, viel Glück. Möge die Intelligenz nicht mit dir sein. Okay. Ja, okay. So, damit haben wir das Queen Battle gewonnen und werden nächstes Mal den Final Boss von Deltarune Chapter 2 machen. Seid dabei. Ich habe echt nicht gedacht, dass das Finale so lange geht, aber es ist ein sehr gutes Finale. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Und tschö mit Ö.